wenn wir von Freiheit und Verantwortung sprechen, als Grundlagen unseres Gemeinwesens, sowohl auf der europäischen Ebene als auch auf der regionalen Ebene, dann sehen wir gerade an den aktuellen Herausforderungen, ich denke wieder an die Ukraine, dass ohne Freiheit alles nichts ist. Aber Freiheit ohne Verantwortung führt auch zu Entwicklungen, die nichts mit einer toleranten und einer sozial verantwortlichen Gesellschaft zu tun hat. Diese Kombination, diesen Spannungsbogen zu beschreiben und auch in praktische Politik umzusetzen, muss für die CDU in Schleswig-Holstein ganz wichtig sein. Und deswegen will ich nur zwei kleine Beispiele sagen, wo viele jetzt aufwachen und protestieren. Wir haben 10 Planstellen für die Infrastruktur, die nicht besetzt sind. Aber man hat Geld für 5 neue Planstellen, um 16.000 Denkmalschutzprojekte, ich sage mal etwas minderer Qualität, in 2 Jahren zu katalogisieren. Und die Debatte um diesen Betonklotz in Arnsburg, wir wissen alle, was da so in den 60er und 70er Jahren an Bausünden entstanden ist, belegt eigentlich, auf was wir uns da einlassen. Ich habe mittlerweile den Eindruck, wie eine Journalistin es so schön geschrieben hat, schützt uns vor den Denkmalschützern, wenn das so weitergeht, meine Damen und Herren, weil sonst jedes ältere Projekt Ihnen aus der Hand genommen wird und die Frage, was Eigentum danach wert ist eine ganz spannende Frage ist. Und bei der Tariftreue, beim Tariftreuegesetz im Land, geht es gar nicht so sehr um die Frage, ist der Mindestlohn 8,50 € oder ist das 9,17 €? Es gibt die ersten Unternehmen, die sich an öffentlichen Ausschreibungen nicht mehr beteiligen, weil sie für jedes Material, das sie einbauen, haften müssen, ob dann in dem Land produziert worden ist, Arbeitsschutz und Bestände der anderen Dinge eingehalten, bis hin zum Umweltschutz eingehalten worden sind. Eine Einforderung, die ein mittelständisches Unternehmen, das sich dann auf die Zulieferung und die Garantien und die zertifizierten Systeme verlassen muss, gar nicht durchhalten kann. Oder man geht gerne mal in das Risiko, dass man später in Regress genommen wird. Und von daher gesehen ist so etwas über Bürokratie und hilft nicht der wirtschaftlichen Entwicklung im Land. Meine Bitte ist ganz einfach, auch in diesen Wochen und Monaten alle Möglichkeiten zu nutzen, draußen auf den Marktständen bei den Gesprächen deutlich zu machen, dass wir Konzepte haben für die Frage, wie geht es weiter in der europäischen Politik, dass wir als CDU Schleswig-Holstein, auch die Schleswig-Holstein-Partei und die führende Europapartei im Lande sind und bleiben wollen und dass die Europawahl letztendlich wichtig ist für die Gestaltung der Zukunft in der Europäischen Union und die liegt jedem einzelnen Bürger. Applaus